Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Player Review. Und zwar, ja, wir sind ein bisschen spät dran mit dieser Karte, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Und zwar haben wir hier Mario Götzes Moments Karte, die er bekommen hat für die Leistung mit Deutschland vor 6 Jahren. Nein, 8 Jahren. 2014. 8 Jahren. Wie auch immer. Mario Götze hat diese Karte hier bekommen, die nicht so ultra krass aussieht. Sie war auch nicht so teuer. Sie kostet um die 30.000, 40.000 Münzen. Also nichts wirklich Schlimmes. Dafür kriegen wir halt auch nicht eine Über-Meter-Karte. Mittel-Mittel Workrates, Forster ist vollkommen in Ordnung. Die Workrates vielleicht Mittel-Mittel, das könnte eventuell ein bisschen problematisch werden. Aber wir werden sehen, wer sich macht. Ich habe schon 2 Spiele gemacht. Das waren beides Pokalspiele. Deswegen darauf einfach mal nicht achten. Er kann außerdem noch im Sturm und auf der 10 spielen, also auf der 10 im Sturm und auf der 8 spielen. Ich halte ihn am besten auf der 10, weil er einfach sehr gute Passwerte hat. Er hat bei mir noch den Hunter gekriegt, um einfach noch die Schuss- und die Tempowerte zu pushen. Da einfach nochmal so ein bisschen was rausholen. Gerade die Schusswerte sind eigentlich schon vollkommen in Ordnung. Sehr guter Abschluss, gute Schusskraft, sehr, sehr gute Volleys. Elfmeter sind vollkommen in Ordnung, Stellungsspiel hervorragend. Und die Passwerte sind eben absolut insane mit 90er Übersicht, 89er kurzer und 85er langer Pass. Dazu sehr guter Effekt. Sehr, sehr gute Dribbling-Werte mit einer 88 Beweglichkeit, 89 Balance, 6er Reaktion, 94 Ballkontrolle, 89 Dribbling und eine 93er Ruhe. Er kann sogar noch ein bisschen defensiv was abfangen. Defensives Bewusstsein ist ein bisschen noch was da. Eine 80er Ausdauer, eine 77er Stärke. Also man könnte ihn theoretisch auch auf der 8 spielen. Was ihn halt runterzieht, sind die fairen Zweikämpfe, die halt einfach nicht so geil sind, deswegen, naja, als offensiven Achter von mir aus. Er hat den angeschnittenen Schuss und den Flair-Trade und wir werden ihn in diesem Team auf der 10 spielen. Und ja, let's go, Abfahrt. Da haben wir mal einen und der landet direkt mal an der Latte, also, ja. Oh, die Connections, übel Schmutz. Aber wir haben hier gesehen, angeschnittener Schuss, ist er ein guter Mann dafür. Super Laufweg und den muss eigentlich machen, aber egal, dann haben wir hier wenigstens, ist es eine Vorlage, weiß ich nicht, aber er hat einen richtig guten Laufweg hier hingelegt, war dann komplett frei, leider dann am Torwart gescheitert, aber mein Gott. Den muss er machen, wenn er da die Chance kriegt, so allein vom Tor, den muss er eigentlich machen. Wie fühlt er sich denn am Ball an? Ja, wir merken auf jeden Fall, ja, er ist schon sehr beweglich. Er ist echt sehr, sehr beweglich. Seine Dribblingfähigkeit, auch wie eng er den Ball am Fuß hält. Und dann war mein Internet kacke. Oder generell die Connection war einfach scheiße. Deswegen haben wir den Ball gerade verloren. Mario Götze, da ist es. Super Stellungsspiel. Er stand genau richtig und macht dann die Bude rein. Mario Götze macht ihn. Er macht ihn. Super laufig davon, Götze. Ah, schade, da war der Winkel dann relativ schwierig, um da nochmal gescheit aufs Tor zu kommen. Ja, das war hervorragend gespielt mit Götze. Das war ganz einfach. Das war ganz, ganz einfach. Kurz tropfen lassen und dann auf Thuram und dann ist er beim Tor. Also, das war easy. Ja, da haben wir es. Da haben wir seine super Beweglichkeit gesehen, was dann dafür sorgt, dass wir da mit einer Ballrolle optimal in Position kommen, um Thuram einzusetzen und mit ihm dann das Tor zu schießen. Das war schon sehr stark. Auf engstem Raum gerade 3 Leute nass gemacht. What the fuck? Da haben wir es. Götze mit der Vorlage. Sané aber auch super mitgelaufen, da muss man auf jeden Fall sagen. Macht es da richtig, richtig stark, wie er da mitgeht. Und dann ist er beim Tor. So einfach kann Fußball sein. Götze mit der Vorlage für Korea. Ganz easy. So einfach kann Fußball sein.
Also jetzt, wie wir sehen, nach gut 70, 75 Minuten wird mir Götze schon angezeigt zum Auswechseln. Also die Ausdauer könnte eventuell mal ein Problem sein. Aber bislang geht das eigentlich alles noch ganz gut fit. Ja, Abseits leider, glaube ich, oder? Kein Abseits? Nö, kein Abseits. Götze ist da hervorragend, Weltklasse durchgelaufen und hat dann nochmal abgelegt. Also es war wirklich wunderschön. Mir ist aufgefallen. Ach, wir gehen ins Fazit. Mir ist bei ihm aufgefallen. Erstmal, wir haben 5 Spiele, wir haben 2 im Samstag, 3 Spiele, 1 Tor, 3 Vorlagen. Das war schon stark. Das war schon wirklich stark. Wir merken, also was mir generell auffällt bei FIFA ist, dass es wieder mehr in Richtung FIFA 22, meine Fresse, FIFA 22 geht, wo halt einfach kleine, wendige Spieler doch mehr ausrichten können auf dem Feld als die Haalands. Wobei ein Haaland natürlich immer noch sehr krass sein kann, wenn man weiß, wie man ihn spielen muss. Ansonsten sind solche Spieler wie Götze natürlich ideal, weil er ist super geil beweglich. Er hat einen guten Schuss, sein Passspiel ist très bien und sein Tempo ist auch vollkommen in Ordnung. Was mir aber aufgefallen ist, jetzt komme ich zum Punkt. Ich habe ihn hauptsächlich in der 4-3-2-1 Formation gespielt, die dann in der Defensive zum 4-4-2 wird. Er hat dabei den Stürmer gespielt. Einer der beiden Stürmer ließ sich dann aber immer fallen, war immer vorne als Anspielstation und war da am auffälligsten für mich. Er war als Anspielstation da, hat die Bälle dann verteilt auf die Außen oder auf zurück oder halt selber mal abgeschlossen. Und im 4-2-3-1, wo ich ihn jetzt auch gespielt habe, da war er für mich irgendwie nicht ganz so auffällig. Da war ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war er da nicht so wirklich vorhanden im Zentrum, aber was soll man machen? Es ist trotzdem eine super starke Karte. Den angeschnittenen Schuss haben wir, glaube ich, mit der ersten Chance mal kurz gesehen, dass das Ding da an die Latte ging. Ansonsten gab es da nicht viel Möglichkeit, das zu testen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim anderen Video. Bis dann und tschüss.